Ein 7-Jähriger aus Oberösterreich hat sich so auf die Schule gefreut. Doch seit Anfang Oktober, nur einen Monat nach Schulbeginn, ist alles anders. Während des Unterrichts an einer Mühlviertler Volksschule soll dem Tafelklassler von seinem Sitznachbarn mit einer Schere die Oberlippe durchtrennt worden sein. Das Mobbing begann aber schon davor, wie seine Mutter Tina Fink erzählt. Am 11. September hat die Schule begonnen. Die erste Woche war sehr positiv. Mein Junge war hochmotiviert und mega stolz auf sich, dass es Großen gehört, und hat voller Fleiß auch seine Aufgaben und alles gemacht und hat sich jeden Tag gefreut auf die Schule. Bis auf dies in der Kalenderwoche 38, wo der erste Vorfall mir mein Sohn mitgeteilt hat. Bei der Abholung ist aufgefallen oder ist mir aufgefallen, dass er sehr verstört war. Er hat nicht mehr gelächelt. Er hat sich geduckte Körperhaltung aus dieser Nachmittagsbetreuung raus und wollte eigentlich recht schnell heim. Es ist mir sehr komisch vorkommen, insofern, weil mein Sohn sehr lebhaftes, herzliches, wissbegieriges und hochsozial engagiertes Kind ist. Und habe das Thema dann versucht, aus mütterlicherseits und kindlicher Kommunikation herauszufinden, was passiert ist. Er ist dann mit der Sprache herausgerückt und hat mir eben erzählt, dass ein Kind, was in dieser Schule sitzt, unter anderem eingesperrt hätte in die Toilette, während dieses Kind vorab das große Geschäft erledigt hat. Mein Sohn hat dringend auf die Toilette müssen und dann hat er den reingedrückt und von außen zugesperrt. Mit dem, dass er sich hinsetzen muss, so quasi, und dort auf die Toilette gehen muss. Das zweite war, dass er ihm die Jause rausgestohlen hat, also von der Jausenbox in der Pause, in der Essenspause, was sie in der Schule haben, hat er ihm die Jause rausgestohlen. Zusätzlich hat er ihn vor der Klasse bloßgestellt, weil er eine Schulmappe hat, die Pferde beinhaltet, also auf der Vorderseite Pferde sind, und man hat ihm dann lächerlich gemacht, er sei doch kein Junge nicht. Das ist doch alles, also er muss ein harter Bub sein insofern, und hat ihn dann in der Klasse lächerlich gemacht, weil man hingestellt hat, er wäre ein Mädchen. Zusätzlich ist es dann zu dem Vorfall gekommen, dass von meinem Sohn eine Trinkflasche, die ihm sehr wichtig ist, in der Klasse herumgereicht worden ist und lächerlich gemacht hat, was das für komische Trinkflasche sei. Und dann ist er noch mehrmals geschubst worden. Ich vermute jetzt einmal in der Pause, in einer anderen Pause. Und dieser Junge hat ihm dann diesen sogenannten Polizeigriff nach hinten, eine Hand nach hinten, die rechte, glaube ich, war es, nach hinten gedruckt, sodass ihm dann am Tag, also am Abend, wie wir dann darüber gesprochen haben, ihm sehr verletzt hat oder sehr wehgetan hat. Das war immer dasselbe Junge mit 6 Jahren. Kannten Sie diesen Buben schon davor, zum Beispiel vom Kindergarten, oder ist es jetzt quasi ein neuer Volksschüler? Nein, das ist kein, also es ist dieser Junge ist nicht der Täter, der ihm in die Lippe geschnitten hat. Am 4. Oktober habe ich einen Anruf gekriegt um ca. 11.22 Uhr von der Direktorin, ich möge bitte in die Schule kommen. Es hat ein kleines Missverständnis gegeben im Unterricht beim für die eine Verletzung in der Oberlippe. Sie vermutet, das gehört genäht. Aufgrund dessen habe ich mich natürlich dann von der Arbeit aus, also ich habe gearbeitet und bin dann noch sofort natürlich in die Schule und habe sofort das Klassenzimmer aufgesucht. Das Klassenzimmer war leer, also es waren keine Schüler und keine Vertrauenslehrerin vor Ort, sondern nur mein Sohn und eine Person aus der Nachmittagsbetreuung, die versucht hat, die Blutung zu stillen. Ich bin dann rein, dieser Platz, rundherum um meinen Sohn war alles voller Blut. Ja, es gibt ein Waschbecken dort drinnen, das ist so kindgerecht, also nicht allzu groß, wie man es kennt, sondern etwas kleiner. Es war alles voller Blut. Es war der Müllkübel voller Blut, es war der Boden voller Blut. Mein Sohn war voller Blut, Hand inklusive Bekleidung.
Ich bin dann auf meinen Sohn zu und habe ihn mir geschnappt und habe ihn zu mir geholt. Da gibt es eine kleine Bank in diesem Klassenzimmer. Dort habe ich mich hingesetzt und habe ihn auf den Schoß genommen und habe dann ihn versucht zu beruhigen. Mein Sohn war sehr panisch, sehr abwesend und auch sehr, ja, verstört, würde ich mal sagen. Ich habe ihn dann versucht, ihn, wie gesagt, zu beruhigen und so im Augenwinkel habe ich dann gesehen, wie die Direktorin reinkommt ins Klassenzimmer und fragt, ja, ob ich jetzt denn mit meinem Sohn zum umliegenden Arzt fahren möchte oder ob ich ins Krankenhaus fahren möchte. Ich habe nicht gleich reagiert, weil ich mich mit meinem Sohn beschäftigt war und dann hat sie das nochmal gefragt. Und dann hat sie gesagt, fahre ich jetzt so ich selber als Mutter mit meinem Sohn quasi ins Krankenhaus fahren oder soll sie die Rettung rufen? Dann habe ich gesagt, bitte in dem Fall rufen Sie die Rettung. Die Lehrerin war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Klasse, ist es richtig? Ja, mein Sohn sagt ja, sie war nicht in der Klasse, weil sie hat eine wichtige Besprechung gehabt mit der Sekretärin. Mir teilte mein Sohn mit, dass während die Lehrerin den Raum verlassen hat, dieser Täter, der mit der Schere quasi dann in späterer Folge auf ihn zugeschnitten hat, hat den Sitzplatz verlassen, ist zu einem anderen Jungen, hat ihm etwas ins Ohr geflüstert und ist dann wieder zurück auf seinen Platz. Und in dem Moment, wie der gesessen ist, quasi dieser Täter, ist der andere Junge, dem man was ins Ohr geflüstert hat, zurück zu meinem Sohn und hat ihm die Füße überkreuzt, dem das in das Ohr geflüstert worden ist, dass er sich von den Füßen her nicht wehren kann. Und der Täter, der ihm dann in die Oberlippe geschnitten, durchtrennt hat, hat ihm den Polizeigriff mit der rechten Schulter gemacht und hat ihm die nach hinten dann. Mit der Schere ist der Täter dann zu meinem Sohn, hat deine Hand quasi auf Noahs Hand, also auf die Hand von meinem Sohn drauf abgestützt und ist mit der Schere rein. Mein Sohn hat mir nur mitgeteilt, dass es ganz schlimm war, weil sie relativ groß war, die Schere, und sie da bei der Nasenspitze die Scherenspitze noch, also Nasenspitze die Scherenspitze noch gespürt hat. Nach dem 4. Oktober, sprich am 6. Oktober, war ich dann bei der Polizei. Hab einen Termin, also hab mit meinem Sohn bin ich dorthin gefahren, um ihm die Anzeige der Täter zu machen. Wir hatten am Freitag mit der Schule auch nochmal ein Gespräch. Das Gespräch allerdings, möchte ich sagen, habe ich aufgesucht oder habe ich mir gewünscht seitens der Direktion und der Lehrerin. Und wie wir vor Ort waren, ich habe das Gespräch eröffnet und habe gefragt, was die Schule jetzt dezidiert vorhat mit dem Vorfall inklusive dieser Klasse und der anderen Schüler, die natürlich das mitbekommen haben. Im Vordergrund natürlich auch für meinen Sohn. Daraufhin ist die Antwort von der Frau Direktorin gekommen. Sie hat dann mitgeteilt, es gibt die Möglichkeit natürlich, dass mein Sohn in eine andere Klasse geht und gegebenenfalls, natürlich organisatorisch ist das ein großer Aufwand, hat sie gemeint, aber im schlimmsten Fall gäbe es auch die Möglichkeit, dass mein Sohn die Schule wechselt. Ich habe dem nicht zugestimmt, auch nicht abgeneigt. Ich habe mich dann bewusst zurückgehalten, um eben mich weiterhin zu recherchieren und kontaktieren die zugehörigen Stellen. Ich habe auf meine Frage hin, was mit diesem Unfallbericht passiert und wie der formuliert wird, beziehungsweise ob ich ein Duplikat bekomme. Mir ist dann mitgeteilt worden, seitens der Direktorin mit einem etwas komischen Ton, würde ich jetzt mal sagen, nein, das ist unüblich. Wieso brauchen Sie das? Wieso wollen Sie das? Das bekommt kein Elternteil. Die Lehrerin hat sehr wenig in dem Gespräch gesagt. Sie hat nur gesagt, das kann nicht so passiert sein, weil sie war ja vor Ort und sie hätte das nicht mitbekommen und ja. Also sie fühlen sich ziemlich alleingelassen, kann man sagen, auch von den Behörden. Es wird nicht viel Richtig. gemacht. Es wird einfach, wie vieles leider in Totgeschwiegen. Österreich, genau, totgeschwiegen und vertuscht. Und deswegen haben sie gedacht, okay, ich informiere jetzt einmal den Carsten Stahl. Das war meine letzte Hoffnung und mein letzter Strohhalm. Ja.
Carsten, du machst ja das schon seit Jahren und du hörst solche Fälle, glaube ich, fast täglich, auch in Deutschland. Was kann man denn tatsächlich machen als Mutter? Man ist ja völlig hilflos. Erstmal muss eine Mutter, deren Kind an einer Schule Opfer einer Gewalttat, es ist ein offenes Verfahren, denn die Schule wird ja mit Sicherheit auch ermittelt durch die Polizei, weil das Kind kam ins Krankenhaus, da muss die Schule ermitteln, ja auch. Das heißt, sie muss erstmal gar nichts. Sie kann sich einen Anwalt nehmen, sie kann Strafanzeigen stellen. Und ich finde es schon sehr traurig, wie die Schule auf eine hilflose, alleinstehende Mutter hier losgeht. Kann mir die Schulleitung, die Lehrerin mal zeigen, die ja anwesend war, wie diese Schere aus Versehen die Oberlippe eines Kindes durchtrennt? Und vor allen Dingen meine Frage, was hat ein Kind eigentlich im Unterricht mit einer Schere zu suchen, wenn nicht gerade Basteln angesagt ist? Und ein Umgang mit einer Schere muss gelernt sein. Wenn sie anwesend war und diese Aktion nicht gesehen hat, war es ja noch fahrlässiger. Das muss aber alles der Staatsanwalt prüfen und die Zeugen müssen verhört werden. Ich sage aber, warum wurde im Vorfeld nicht genauso viel Intensität auf Prävention und Aufklärung gemacht, dass man den Kindern geholfen hätte, dem Bub und auch den Tätern? Denn wir reden hier immer noch von kleinen Kindern oder von Kindern. Die brauchen Aufklärung, die brauchen Prävention, die müssen geschützt und unterstützt werden. Sieht es so, dass wir heute einen psychologischen, also psychologische Beratung in Anspruch genommen haben, also bei einem Psychiater in der Klinik in Linz, ja, Kinderpsychiatrie. Dort ist er heute quasi mal angetastet worden, wie es denn ausschaut. Und das Endergebnis ist, dass mein Sohn regelmäßige psychologische Betreuung braucht. Er ist Betteinnässe, er ist aggressiv, er ist hochsensibel zugleich, das ist eigentlich ein Widerspruch ist, aber er ist sehr verletzbar, würde ich sagen. Die Mutter Tina wird für ihren Sohn weiterkämpfen. Mit ihrer Geschichte möchte sie anderen Familien Mut machen, dessen Kinder Opfer von Mobbing geworden sind.